denn, Leute? Wir haben Freitag, 28. Juni, 11.48 Uhr. Ich bin irgendwie mit schon so einer richtigen Hackfresse wach geworden. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie richtig schlechte Laune. Und ja, ich weiß nicht mal warum, aber ich glaube auch, weil mein Zopf richtig hässlich geworden ist. Ich wollte mir gerade einfach die Haare für den Tag zusammenflechten und also von hinten, glaube ich, sieht er ganz okay aus. Aber von vorne gibt mir das einfach so den Vibe. Ich bin sauer, wisst ihr? Ich glaube, ich bin auch einfach ein bisschen durch, weil ich wirklich den ganzen Tag eigentlich immer nur Uni zu tun habe und es kotzt mich an. Das Ding ist, ich bin ja nicht mal mittendrin in der Klausurenphase, sondern ich bin ja gerade jetzt nur bei Seminararbeit. Und es ist so heiß in meiner Butze. Es sind ja die ganze Zeit irgendwie 30 Grad. Ich habe draußen auf der Terrasse, habe ich als Deko immer so eine Kerze in einem Glas. Leute, mein ganzer Tisch ist voller Wachs, habe ich gerade gesehen. Naja, auf jeden Fall, heute steht an. Jetzt erstmal, boah, ich habe auch wirklich, ich habe richtig kacke geschlafen. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie Kopfschmerzen wegen dem Wetter. Aber egal, Leute. Ich versuche jetzt, mich davon nicht so krass runterziehen zu lassen. Auf jeden Fall, heute muss erstmal die Butze aufgeräumt werden. Denn so kann das nicht weitergehen. Ich laufe hier gerade noch in meinem Negligé rum. Sagt man das so? TBH, kein Plan. Oh, ich muss auch noch ein Paket wegbringen, aber ich glaube, dafür bin ich heute zu faul. Räume alles auf und dann setze ich mich an meinen Unikram. Aber davor brauche ich noch einen Iced Coffee. Leute, mein Dark Cookie Crumble von Moore ist leer, deswegen muss ich jetzt richtigen Kaffee trinken. Mann ey. Wir nehmen meine Lieblingstassen, die sind ja von Hotel Amio, das sind diese gepunkteten. Die haben so einen richtig dicken Henkel, mag ich irgendwie voll gerne. I don't know. Leute, hier ist es überall so dreckig, wirklich. Also, scheiße. So, wisst ihr, man putzt, macht alles sauber, so, und dann ist in 2 Tagen schon wieder alles verwüstet. Bro, ist doch scheiße, oder nicht? So, dann mache ich jetzt einfach das alles voller Eiswürfel. Ich finde es also ganz wichtig ist, dass man das wirklich kalt bekommt, weil wenn es dann so ein bisschen lauwarm ist und dann da diese Eiswürfel drin schmilzen, dann wird es eklig. Ich habe gerade übrigens schon gefrühstückt, weil ich war mir nicht sicher, ob ich mit meiner Laune vloggen kann. Aber Leute, wir sind hier authentisch. Wir machen das jetzt trotzdem. Auf jeden Fall hatte ich meinen glutenfreien Toast gefrühstückt. Und es war wirklich so, als hätte ich nichts gegessen. So fühlt sich auch mein Magen an. Also so, ich habe das Gefühl, es ist überhaupt gar nicht angekommen, dass ich was gegessen habe. Und es hat auch irgendwie so nach Luft geschmeckt. Ich kann das nicht beschreiben, Leute. Wirklich. Auf jeden Fall, gestern hatte ich auch einen richtig unproduktiven Tag. Da habe ich auch nicht gebloggt. Da habe ich wirklich einfach die ganze Zeit nur rumgelegen. Aber dann war ich um 11 war ich einfach noch im Gym. Das war echt crazy. Da habe ich mir ein Monster gekauft. Ich liebe ja das weiße Monster vom Gym auch vor allem. Ich habe es einfach verloren. Ich check das bis jetzt nicht, wo die Scheiße da hin ist. So, ich pack da hier die kalte Milch bis zur Hälfte da rein, damit es wirklich kalt ist. Und wenn es jetzt der warme Kaffee da reinläuft, weil ich das schon mag, wenn es echt ein bisschen stärker ist, da muss man ganz schnell mit dem Löffel mitrühren, damit es auch kalt bleibt. Taste Test. Die Farbe ist optimal. Oh, es ist eiskalt. Das ist richtig geil, bin ich ehrlich. Übrigens habe ich eben gerade bei Pure Lay bestellt, weil, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe jetzt nur noch 2 Armbänder. Ich hatte auf jeden Fall mal mehr, aber die sind mir alle kaputt gegangen, weil die Qualität auch nicht so geil war. Deswegen wollte ich die dann mal testen. Ich sag euch dann auf jeden Fall Bescheid. Ich genieße jetzt flott meinen Kaffee und dann geht's ans Cleaning. Leute, ich lande hier noch auf Cleaning-YouTube und so. Aufgeräumt. Jetzt geht's an den nächsten Part. Leute, wisst ihr, wovor ich mich schon seit sehr zu langer Zeit drücke? Ich muss ganz dringend meinen Abfluss in der Dusche reparieren, weil jedes Mal, wenn ich am Duschen bin, ich habe ja eigentlich so eine Regendusche, kann ich nicht anmachen, weil Wasser läuft nicht ab. Bedeutet, da erwartet mich wirklich, glaube ich, der Tod. Aber ja, ich räume jetzt erstmal den Rest auf und dann widme ich mich dem größten Problem am Ende. Und dann muss ich ja ganz dringend staubsaugen.
mein Gott, ich habe einfach heute Nacht diese Gummibärchen aufgefressen. Das finde ich irgendwie ein bisschen crazy. Ich wache manchmal so nachts auf, wenn ich die Molly fütter, so um 5. Und dann habe ich immer Bock auf süße Sachen, weil eigentlich, ich mag keine Süßigkeiten, aber dann gehe ich crazy. Wir machen jetzt mal ganz oberflächlich mein Bett, damit ich mich doch im Idealfall nicht mehr reinlege. Mache ich trotzdem, aber egal. Leute, ich werde mich jetzt auch mal anziehen. Ach, der Anblick hier auch mal ein Ende. Und zwar ist es heute so warm. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich einfach dieses Teil anziehe. Das ist der ein Teil von Oase. Da bist du angezogen. Kannst du mit raus. Kannst du alles drin machen. Das sitzt gut. Braucht kein BH, deswegen rein da. Ich will euch das kurz zeigen, wie schön und perfekt er sitzt. Ich finde den so toll. Erstens, dass ich mal kein BH anziehen muss. Da muss schon einiges passieren. Und der hat hier so eine Raffung, sage ich mal, drin, was die Hüfte dann nochmal optisch schmaler aussehen lässt. Leute, irgendwie war in meinem Briefkasten war hier dieses Swiffer-Kit. Ja, ich glaube, wir haben das einfach eingeschmissen oder irgendein Freund von mir wollte mir damit sagen, hey, du lebst wie ein Schwein. Nee, Spaß. Ja, deswegen dachte ich, teste ich das Ganze jetzt mal mit euch. Wie funktioniert die Scheiße überhaupt? Aber ich habe echt ein Staubproblem, deswegen besser ist es, dass mir das mal eingeschmissen wurde. Vor allem mit der Cat. Problematic. Ja, okay, Leute, los geht's. Was kann ich entstauben? Ich will alles entstauben. Weil gerade Staub, ne, ich wische ihn dann halt gefühlt immer nass, so weil ich das dann halt eh abwische so. Aber dann ist es kontraproduktiv. Oh mein Gott, das geht ja richtig gut. Das ist ja ein richtig geiles Teil. Ist das geil. Die kaufe ich mir jetzt immer, glaube ich. Also da ist auf jeden Fall das bei der richtigen eingeworfen. Freunde, ihr fragt mich ja immer, wie ich lerne, wie ich Sachen angehe. Sorry, dass ich die ganze Zeit irgendwie mein Chest hier auch in der Kamera aufzeigen muss. Aber was das ist halt da, mein Gott, was soll ich sagen, ne? Deswegen, mir helfen richtig krass immer To-Do-Listen. Ich habe ja eigentlich auch so einen richtigen Planner dafür, aber ich habe heute, glaube ich, so viel zu tun, dass ich das einfach auf dem Blog aufschreiben muss. Deswegen schreibe ich mir jetzt mal eben vor meiner To-Do-Liste zusammen und zeige euch dann mal, was so ansteht, I guess, war. Wir haben zu tun Rechnungen, bezahlen, schreiben, whatever. Bad putzen, aufräumen, putzen, Pakete fertig machen, Verlosungen, Vlog schneiden, Seminararbeit fertig schreiben, Vlog vorbereiten, Projekt anfangen mit der Auswertung, More bestellen, einkaufen, kochen, Gym Oberkörper. Weil morgen kommt übrigens Helen zum Brunchen vorbei. Ich freue mich so doll darauf. Und ich habe davor, ein bisschen was aufzutischen, ist ja klar, ne? Also wenn ich für sie will, für wen dann, ist die Frage. Deswegen, ich will Bagels holen, Avocado und so ein Kram und dann so einen richtig schönen Brunch vorbereiten, damit die dann richtig schön geschlemmt werden kann morgen früh. Die ist morgen um 10 schon da. Ja, ich freue mich. Und ich fange jetzt am besten an mit der Seminararbeit, weil ich will die heute fertig schreiben. Und am Ende, ich glaube, ich brauche jetzt auch viel Zeit für die Nachbearbeitung. Ich habe jetzt 6 von 10 Seiten und auch schon irgendwie 40 Quellen oder so. Mein Thema ist ja, wie gesagt, KI für Musiklabels, Effizienzpotenziale und so ein Kram. Ja, ich habe jetzt am Ende nochmal richtig gute Quellen gefunden, vor allem englische, deswegen, das ist eigentlich ganz nice und ich komme da ganz gut voran, aber wie gesagt, gestern habe ich ja gar nichts gemacht, ne, gar nichts. Ja, und oh mein Gott, ich habe vor, heute so geil zu kochen und zwar so Tortellini mit Pilzen und so eine Proteinsahnesoße. Boah, ich habe da so Bock drauf. Leute, ich habe mich jetzt ganz bisschen fertig gemacht, ich habe mir ein bisschen Concealer auf die Augenringe gemacht und meine Augenbrauen, etwas bepinselt. Ihr fragt mich voll oft, wie ich das mache, dass die so voll aussehen, weil an sich habe ich halt wirklich keine vollen Augenbrauen. Aber, also ich schminke die quasi so, dass sie halt voll und so buschig aussehen. Und da wollte ich euch kurz meine 2 Favoritenprodukte zeigen. Einmal von Trinidad Up, dieses Puder, da nehme ich aber das dunklere Puder, die halt einfach so, wie es mir passt. Und dann benutze ich das hier, aber das geht aus dieser fetten Tube und damit mache ich das dann so. Und was den ultimativen Effekt ausmacht, ist... sterbe ich. Gott. Wenn man mit dem Finger dann da nochmal so, ein Motto ist gerade vom Tisch gesprungen, wenn man mit dem Finger dann da nochmal so drüber geht, weil dann sieht es wirklich, es ist wie so eine Wet Look irgendwie. Also ich mag es einfach. Ich habe jetzt gerade übrigens eine Verlosung auf Instagram hochgeladen, @annisturm. Und dafür bringe ich dann morgen die 2 Pakete weg.
Ja, jetzt heißt es dann auch mal Seminararbeit schreiben. Los geht's. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich gestern, weil es so eine Bussperrung gibt irgendwie wegen Bauarbeiten, dass ich gestern mit dem Fahrrad zum Gym und wieder zurückgeradelt bin mit Nextbike. Alter, voll geil, Alter, dass es sowas gibt. Ich kann nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe solche massiven Arschschmerzen. Vor allem habe ich gestern auch Beine trainiert. Dann Junge auf dem Rückweg, ne? Ich war um 11 im Gym bis irgendwie 12. Bedeutet, ich bin 20 Minuten bis 12:30 nach Hause geradelt. Ich habe geschwitzt. Das war so eklig. Wirklich, mir ist der Schweiß überall runtergelaufen. Es war so ekelhaft. Auf jeden Fall, mir tut der Arsch weh. Ich kann nicht sitzen. Ich muss mir jetzt auf die Pfoten setzen hier gerade. Fahrradfahren, so underrated irgendwie. Also Wiesbaden hardcore, sage ich ehrlich. Weil Wiesbaden ist so krass hügelig. Hinweg geil, weil du lässt dich die ganze Zeit rollen. Rückweg, mich bergauf, desto, ich konnte nicht mehr. Oh Leute, es ist dann auch 14.39 Uhr und ich habe Hunger. TBH, keine Ahnung, ob das schmecken wird, weil never done that. Ich habe hier so Tortellini, das sind nur 250 Gramm, deswegen glaube ich, mache ich die einfach komplett. Das heißt nur, Leute, ich kann von so Nudelscheiße wirklich a lot fressen. Das mache ich. Und dann packe ich mir dazu ein paar Pilze, damit wir auch ein bisschen das Gemüse abgedeckt haben. Und dann schnabbel ich das. Let's go. Gerade ehrlich unsicher, wie viel das im Endeffekt ist. Es sieht so wenig aus. Also so sieht es jetzt aus, glaube ich, es auf jeden Fall alles direkt esse. Aber am Ende werden die noch größer, ne? Kennt hier jemand, Leute? Kennt hier jemand die Serie Doktor und das liebe Vieh? Ich habe das früher immer mit meinen Eltern geguckt. Und ich muss euch ganz kurz sagen, da geht es ja viel um so Tiere und auch so, ne, wenn so eine Kuh irgendwie gebärt oder so eine Verstopfung hat, muss man mit dem Arm so rein. Ich finde einfach, so Tortellinis, sieht einfach aus wie so ein Kuharschloch. Also die jetzt nicht so krass, aber so grundsätzlich sehen die schon aus wie Kuharschlöcher. Ist schon mal jemand aufgefallen? Wenn nicht, wäre ich peinlich. Bei Pilzen denkt man immer, dass es so unglaublich viel ist. Zum Beispiel die Pfanne ist voll, aber die gehen, die schnurzeln immer so ein, wisst ihr? Deswegen. Oh, Kinder, ey, hasse ich. Ich habe keine richtige Soße mehr, deswegen muss ich mir jetzt aus Milch, Wasser und Proteinsahne. Oh Gott, es kommt so rüber, als ob ich wirklich todesgefühlt nichts essen würde. Aber ich habe halt nichts anderes da, okay? Macht die nämlich so ein bisschen fester, deswegen da ballern wir rein. Das Ding ist, das schmeckt halt an sich überhaupt nicht gut. Deswegen muss man da echt gucken, dass man fett wird, weil wenn man daran riecht, ist es so voll süßlich. Und das ist eigentlich an sich nicht geil. A little bit of milk. Das Wichtigste, das ist richtig scharf, aber muss man ein bisschen vorsichtig sein. A lot of Knoblauch. A lot of Tomatensalz. Das ist richtig geil. Ich zeige euch gleich die Soße und gebe einen Taste-Test. Gott, Leute, warum mache ich das? Ist so peinlich. Aber hier die Soße, irgendwie ist es nicht so viel. Ja, so lecker ist es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich muss noch irgendwas dran werfen. Was so schön ist es jetzt auch nicht, aber fehlt irgendwas. Schon mal besser. Naja, wir sehen uns dann, wenn es Essen gibt, ne? Okay. Ist auch noch so ein bisschen Sud, sag ich mal. Keine Ahnung, was. Also, ja, weiß ich nicht. Packt das darin und packt die Soße da dazu. Das ist wirklich irgendwie wenig Soße. Boah, sieht maximal geil aus, Bruder. So, das hier ist welcome. Taste Test, erstmal vom Pilz. Ey, Pilze mit meiner Würzmischung, ob die jetzt gut sind? Boah. Ich sag mal so, sind ganz schön bissfest.
aber at the end, eatable. Ich weiß jetzt, was gefehlt hat. Das Chili, was ich mal aus der Dönerbude geklaut hat, als ich besoffen war. Hm, ja, Geschmack. Leute, ich bin maximal voll gefressen. Den Rest hebe ich mir auf und esse ich heute Abend. Auf jeden Fall, Casey kommt gleich vorbei und wir ackern gemeinsam. Denn zu zweit ist es besser als allein. Freunde, ich habe das Praxisbeispiel jetzt fertig. Ich habe jetzt aber auch mein ChatGPT-Limit erreicht. Was sagt das immer irgendwie aus? Auf jeden Fall kann ich jetzt das Last Piece. Boah, ich wirklich, so schreibe ich mein Zeug übrigens. Also, dass ich noch meinen Druck geschaut habe. Verwunderlich. Ich muss eigentlich dann nur noch mein Fazit schreiben. Das mache ich dann einfach ohne Dings. Ja, dann bin ich eigentlich fertig. Leute, meine Perle ist da. Oh mein Gott, how pretty is that? Ich habe die Wäsche nicht gewaschen. Hallo. Wir sind beide so richtig so. Hallo. Gorgeous girl. Berlin. Berlin, it's given. It's given. Berlin. Ein kleiner, ja, Tampon. Ich irgendwie liegt da wie so ein Brot. Ich weiß auch nicht. Ja. Weißt du, ich meine so. Mach mal hier. Ah, oh, guck mal die Füße. Wo sind die überhaupt? Ja, weg. Ja, weg. Leute, wir sind hier hardcore am Ackern. Einfach der Coworking Space des Vertrauens. Woohoo, wie läuft's? Ich habe einen Satz geschrieben. Besser als keiner, I guess. ich schneide auch nochmal ein Video, also Uni. Nebensächlich Spaß. Sagt's nicht unseren Profs. Leute, ich mache mich jetzt so ein bisschen ready fürs Gym. Du alter Durchzieher. Geht's. Wir haben uns gerade für Sonntag auf ein Megas Date verabredet. Oh mein Gott, das ist so wavy. Geil. Bisschen sehr wavy. Ich mache mir jetzt zur Zeit Zäpfchen da oben und dann Abfahrt auch irgendwo. Wir haben jetzt übrigens auch gleich schon 21 Uhr, also war geil am Day. This is our family. Ich bin nicht mal im Frame. Duck dich. Duck dich. Hey. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Casey hat da gerade so einen Vintage-Shop entdeckt. Ich kann zeigen, Leute, ich kaufe zuerst. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auch erstmal zu so einem Fahrradspot laufen, da wo ich gestern das Rad abgestellt habe. Leute, ich rate Casey jetzt noch nach Hause auf meinem Bicycle. Da ist sie, die ist so langsam da hinten, ey. Fucking hell. Spaß. Ey, guck mal nach links. Leute, guck mal, wie schön der Himmel ist. Jetzt geht's Oberkörpertraining. Wir fangen an mit Klimmzügen, dann Bankdrücken und so weiter. Ich bin fertig mit Training. Wir haben 23.15 Uhr. Das war ultra gut, muss ich sagen. Also irgendwie hat es richtig Spaß gemacht. Und ja, wie lange war ich jetzt eigentlich? Eine Stunde 15 oder so? Tschüss! Leute, ich bin jetzt Hälfte geradelt. Das Ding ist, Casey ist ja umgezogen und wohnt jetzt auf der Hälfte auf dem Rückweg von mir. Deswegen, die treffe ich jetzt noch. Oh mein Gott. Leute, da läuft was Abartiges. Was ist das? Oh mein Gott. Ich kann nicht. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist 12:30 Uhr. Ich bin daheim und werde mir jetzt noch mal einen Rest Tortellini Zeugs gönnen. Währenddessen höre ich, beziehungsweise gucke ich jetzt die letzte Folge Alpha Females. Lieb's ja jetzt schon. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich muss morgen richtig früh aufstehen, um einkaufen zu gehen, den Brunch vorzubereiten. Und dann bin ich ab mittags auf einem Geburtstag. Das wird ein Busy Day ohne Uni tatsächlich. Aber ja, ich denke auch nicht, dass ich bei dem Geburtstag vlogge, weil das wäre schon ein bisschen lost, I guess. Aber bis morgen. Guten Morgen. Ich habe seit einer Sekunde meine Augen wach. Ja, wir haben 8.43 Uhr und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil Helen um 10 da ist und davor muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Am wichtigsten ist aber einkaufen. Ja,
Boah, doch. Ich bin wirklich gerade sehr, 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 sehr müde. So, Leute, das ist mein Fit. Ich glaube sogar für den ganzen Tag. Ich habe auch den Einteiler von gestern an und dieses weiße Ding drüber geschmissen. Ich glaube, es ist eigentlich ganz nice. Aber auf der anderen Seite, auf dem Geburtstag machen wir halt so eine Bierwanderung. Oh, ich muss euch das später erklären. Und wir sind wirklich den ganzen Tag unterwegs in der Sonne. Am Ende kriege ich halt eine Punktehaut, ne? So. Mein Concealer ist ein bisschen zu hell gerade. Leute, irgendwie finde ich den Fit gerade wild, ganz ehrlich. Bisschen crazy, aber auch ein bisschen cool. So, Freunde, jetzt geht's hier los. Ich muss erstmal die Backwarenabteilung. So, Freunde, ich preppe jetzt so ein bisschen Stuff für unser Brunch. Und zwar habe ich auch so einen High-Protein-Joghurt geholt und schnibbel dafür so ein bisschen Obst. Mach so einen Mini-Obstsalat quasi auf den. Und dann will ich ja Bagels machen mit Tomate, Avocado, etc. Und ja, also Helen sollte so in 20 Minuten da sein. Deswegen beeilen wir uns jetzt mal flott. Ich melde mich, wenn ich geschnibbelt habe. Ganz wichtig, Avocado-Test. Ich hoffe, sie ist nicht schlecht, weil richtig oft, wenn ich aus dem Penny Avocados hole, sind die richtig bach. Oh mein Gott, ich glaube, she perfect. Habt ihr das gesehen? Das habe ich noch nie geschafft. Oh. Leute, ich glaube, dieser Bagel wird richtig krass. Ich möchte euch jetzt schon mal sagen, dass es nicht vegan wird. Aber wir wollten das schon vor lange machen und da gehört halt entweder Spiegelei oder Rührei dazu. Deswegen, ja, meine vegane Woche ist jetzt gerade nicht active. A few tomatoes. Leute, ich muss auch sagen, ich bin irgendwie so eine Person, ich bereite so gerne irgendwie so Sachen vor für Menschen, die ich mag. Für Leute, die ich nicht mag, mache ich auch nichts, keine Sorge. Aber so, das macht mir richtig Spaß. Das ist jetzt zwar auch keine große Kunst, die ich hier mache, aber irgendwie geht da aber trotzdem auch irgendwie mein Herz auf, Leute. Jetzt mache ich erstmal so Obst. Dafür nehme ich, glaube ich, einen Apfel, Pflaumen, Blaubeeren. Ich tendiere dann halt auch die Leute absolut zum Mästen, ne? Aber ich bin dann auch sauer, wenn ich es nicht esse. Einfach für beide mit zwei Löffeln so eine kleine. Da mache ich als Base den Pudding hier rein oder den Joghurt, den High-Protein-Joghurt. Mmh, der ist ja mega lecker. Boah. Das kann ich euch empfehlen. Mmh. Hab ich das in die Mitte gemacht und dann lege ich das Obst drumherum. Bester Gast. Hier sind die Bagels, die ich gleich belegen werde. Ich habe Spiegelei gemacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es von unten verbrennt, aber ja. Als Base Körnigen Frischkäse, dann Tomaten, Avocado und dann Ei und dann so Sriracha-Sauce und drüber. Leute, ich glaube, es wird richtig lecker. Okay, Freunde, das ist jetzt der Look von meinem Bagel. Helles mache ich danach, damit das Ei auch noch warm ist und so. So. So, ich versuche da jetzt noch so ein bisschen Sriracha rauszukriegen. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer. Erdnüsse, Hot Chili drauf. Das wird die Geistkrankenkrönung. Hey, little one! Hi, Annie. Hallo. Hallo. Oh, Kali, nein. Kali, erstmal ins Katzenfutter. Baby. Guck mal, wie lecker. Love it. Ich bin total gespannt, ob es ja nicht schmecken wird. Ich mache jetzt einen Taste-Test. Oh mein Gott, so geil. Ja? Leute, die Shelly hat ihre Avocado extra mitgebracht, ha? Guck mal hier. Schau mal bitte, wie süß die Carly ist. Und die Mutter. Oh. Und meine Pfoten. Die hat gar keinen Bock. So, Leute, wir gehen jetzt on a walk mit der Carly. An so einem kleinen Fluss. Let's go. Da waren Scherben auf dem Boden, das wird eine witzige Tag, aber eigentlich kann sie auch laufen, keine Sorge. Wir sind hier in einem Park. Ja, aber da vorne ist schöner. In diesem Park, da kommen Erinnerungen hoch. Da oben, da wurde ich mal von so einem Typen geghostet, den ich mal gedatet habe und das, danach ging es mir gar nicht gut. Und da vorne, da habe ich das erste Mal so einen anderen Typen gedatet, der im Endeffekt auch ein Wichser war. Was sagt das über meinen Geschmack aus, Leute? Ah, die Carly ist gerade abgebüxt. Carly ist ein bisschen planschen. Und die Auntie auch. Hi, little girl. Wie angenehm. Das war's auch mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Wochenvlog wieder. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Leute, lasst ein weißes Herz wie immer da. Ich freue mich. Ciao.